Waffen bleiben an Mann! Gruppe nach rechts, zur Pause wegtreten! Mensch, Meier, was ist denn mit dir los? Renn hier nicht rum. Ich brauche meinen Mittagsschlaf. Mensch, bin ich vielleicht aufgeregt, du. Hast du die winzigen Scheiben gesehen? Ich schieß bestimmt daneben. Die Riesendinger nicht treffen? Gibt's doch gar nicht. Heute treffe ich noch nicht mal ein Scheunentor. Verstehe ich nicht. Für mich ist so ein Gefechtschießen kleiner Fisch. Bei der Schulübung, da hatte ich schon so einen Bammel. Aber da ging's ja noch. Schulübung? Ach ja. Ja. Da war ich zur besten Konferenz delegiert. Ja, du. Aber wenn ich heute doch erfüllen sollte. Du, dann lade ich dich zum Bier ein. Da musst du deine Braut aber richtig laden. Bier trinke ich nämlich nur mit treffsicheren Schützen. Na lass mal, Kleiner, wird schon werden. Kann ja nicht nur gute Schützen geben. Das müssen doch aber alle erfüllen. Die ganze Gruppe. Ja, bei den Übungen entscheidet doch die Kollektivleistung. Hä? Da denke ich jedenfalls. Du, pass mal auf. Kann jeder gut schießen? Nein. Da könnte man doch also sagen, Schießen ist eine Kunst, oder? Ja. Ja, ja. Na siehste. Und Kunst, die kann man nicht lernen. Die muss man haben. Und du hast's. Ich meine, du triffst immer genau. Ah, mich haben sie schon als Kindschützenkönig genannt. Ja, weil du König heißt. Quatsch. Ich war eben damals schon ein guter Schütze. Ja, siehst du da oben? Die Baumspitze. Kein Vogel war von meinem Katapult sicher. Alles habe ich runtergeholt. Jeder Schuss ein Treffer. Ah, ich traf immer ins Schwarze. Und Meister Krawutke aus dem Laden unter uns hat mich gelobt. Er nannte mich auch Schützenkönig. Und für meine Erfolge wollte er mich immer belohnen. Und später war ich dann der Schrecken aller Schießbudenbesitzer. Den ganzen Laden habe ich denen leer geschossen. Kein Wunder, dass alle Mädchen nach mir verrückt waren. Die anderen hatten überhaupt nichts zu melden. Oh, mit Blumen und sowas habe ich mich erst gar nicht abgegeben. Bei Mädchen ziehen andere Sachen. Sekt zum Beispiel. Jeder Schuss ein Treffer. Die anderen waren natürlich sauer. Tja, man sieht eben nicht oft Schützenkönige. Und das schaffst du eben nur, wenn du dich nicht aufs Kollektiv verlässt. Schießen ist immer eine Einzelleistung.
Ja, das stimmt schon. Aber noch wichtiger ist doch, dass alle gut schießen. Das Kollektiv. Also was du bloß noch mit deinem Kollektiv hast. Kein Wunder, dass du so zappelig bist. Kollektiv Bier, ja, aber... Hast du schon mal was vom Kollektiv Schuss gehört, hä? Auf jeden Fall habe ich schon mal was von Kollektiv Geist gehört. Da hilft man dem anderen und hält keine Reden. Was mache ich doch die ganze Zeit? Also pass auf. Wenn du auch nicht gleich ein Schützenkönig sein wirst, aber... Soldat Meier und König zum Munitionsempfang. Du, jetzt geht's los. Drück mir die Daumen. Wo ich zielen musste. Wie sieht's aus, Genosse Unteroffizier? Gut, Genosse Hauptmann. Alles in Ordnung. Ich erwarte von Ihnen, dass jeder Genosse der Gruppe seine Übung erfüllt. Sie müssen ja Ihren Ruf verteidigen. Jawohl, Genosse Hauptmann. Dass jeder Genosse der Gruppe seine Übung erfüllt. Sie müssen ja ihren Ruf verteidigen. Schützen auf! Vorwärts! Die Scheiben! Schützen auf! Vorwärts! Hast du prima hingekriegt. Bei mir war nichts mehr drin. Den Eindruck hatte ich auch. Du, beide erfüllt. Hast dich ja direkt angestrengt. Na, und die kleine Hilfe zum Schluss. War anständig. Richtig Kollektivleistung. Ich dachte immer, die Einzelleistung macht alles. Nee, nee, ist nicht. Denk dran, was ich dir vorhin gesagt habe. Kollektiv ist alles. Aber lass mal, du bist ein gutes Kollektiv. Und deshalb trinken wir heute Abend ein Bier zusammen. Oh, und ich denke, der Genosse Unteroffizier trinkt eins mit. Ich fürchte, das wird nicht gehen. Warum denn nicht? Wir haben noch Ausgang. Den Ausgang machen wir beide. Zum Schießplatz. Den Betrug mache ich nicht noch einmal mit. Thank you.
Guten Abend, liebe Filmfreunde aus der NVA und herzlich willkommen in der Rumpelkammer. Da wir uns ja nun nicht das erste Mal hier oben unterm Dach treffen, wird es, glaube ich, Zeit, sich mal über ernsthafte Dinge auseinanderzusetzen. Was steht denn da? Elastische Binden? Aha, erste Hilfe. Ja, es soll ja Soldaten geben, denen ist nicht zu helfen. Berufskrankheit, rechter Arm kommt nicht mehr hoch. Das Schlimme ist, sie können in diesem bedenklichen Zustand nicht mehr grüßen. Das erinnert mich an einen Film aus vergangenen Tagen. Das heißt, ganz so alt kann der Film nun auch wieder nicht sein, da er bereits mit Musik versehen ist. Der Held dieses Films hatte etwas gegen das Grüßen. Sehen wir uns den Film doch mal an. Er heißt Der schlappe Arm. Das war also der schlappe Arm. Der Operateur konnte zwar dem Helden die Platz- und Schnittwunden am Apothekenschaufenster geschädigten Hinterkopf nähen, aber die militärische Grußpflicht war dem Patienten auf medizinischem Wege auch nicht beizubringen. Damals wie heute ist es in der NVA Sache der Offiziere und Unteroffiziere, schlappe Arme bei Soldaten zu heilen. Allerdings sind die Heilmittel nicht medizinischer Natur. Und was hätten wir hier? Oh, welch reizender Fund. Ringe, die das Glück bedeuten. Das erinnert mich an einen noch älteren Film, dessen Held die Liebe suchte, aber nicht die Treue.
Sagt Töppern. Ja, leider ist der Schluss dieser uralten Armee-Filmkopie im Trubel der Jahrzehnte verloren gegangen. Und gäbe es nicht akkurate Zeitungsarchivare, die jede Nummer der Volksarmee fein säuberlich abgelegt haben, so könnte ich Ihnen jetzt gar nicht den Schluss des Films erzählen. Aber die Filmkritiker haben es für alle Zeit festgehalten. Sie schrieben damals über den Film treulos. Der Film hat eine tiefe Wirkung in den Soldatenherzen hinterlassen. Wir selbst wurden Zeugen, wie 6 Soldaten, die das Filmtheater ohne Verlobungsringe betraten, es nach dem Film mit Tränen in den Augen und mit den Ringen an den Händen wieder verließen. Der Held wandelte sich zum Guten, seine Freundin vergab ihm, sie wurden ein glückliches Paar. Ja! Das waren doch Filme. Auf Wiedersehen. Für Sie. Oh, danke sehr. Hat denn die Puppe geweint? Zeig mal. Wie sieht sie denn aus? Streng geheim. Artgenossen, hier ist doch noch ein Platz frei. Danke, Genosse Stabsgefreiter. Was ist denn das für eine? Ich weiß nicht. Irgendeine wird es schon sein.
Wie war der Urlaub? Na? Der Urlaub? Wie ein Flatterhemd. Kurz und schön. Und wie wär's denn hiermit? Bitte. Dankeschön. Ist hier noch jemand zugestiegen? Ja, bitte. Bitte. Nach Zahntin. In Ludwigs Lust umsteigen. Ich weiß. Bitte. Dankeschön. Was denn, Sie fahren auch nach Zahntin? Ja, natürlich. Wird hier noch was zu trinken gewünscht? 5 Pilsner für die Landesverteidigung. Ja, macht 6,35 mit Flaschenpfand. Danke. Na komm, lang mal so den Weiter. Ich werde los. Stepto, komm mal hier noch mal vorbei. Geht klar, Herr Oberst. Was denn? Sie sind Oberst? Nein, nein. Genosse Oberst. So weit habe ich es noch nicht gebracht. Sie wissen ja. Die Kellner und so, nicht? Na denn, Genossen, auf den nächsten Urlaub. Ja, ja. Los. Urlaub wird es so bald nicht wieder geben bei uns. Nun, nun, Genosse Wächter ist doch sonst in dieser Hinsicht ganz korrekt. Was denn, Sie kennen unseren alten... unseren Kompaniechef? Bestimmt schon etwas länger als Sie, Genosse Stabsgefreiter. Sie sind doch höchstens 4-5 Wochen in Zahntin, stimmt's? Woher wissen Sie das nur wieder? Berufsgeheimnis, streng geheim. Gesichter einprägen gehört zu meinem Beruf. Jetzt kann ich noch nicht. Na, was ist denn nun mit den Urlaubsaussichten? Schwierigkeit? Naja, unser Alter tut schon, was er kann, aber im Moment hat er große Sorgen. Aha, wohl wieder Schwierigkeiten mit der alten Mühle. Fahren Sie etwa deshalb nach Zahntin? Tja, so fragt man Leute aus. Ich kenne jedenfalls eure Schwierigkeiten. Was können Landeier schon für Schwierigkeiten haben? Da musste mal zur Marine. Mauer und Schutzstreifen gibt's auf dem Wasser nicht. Und die Wellen lassen sich auch nicht glatt haken. Mann, du hast ja keine Ahnung. An der Grenze müssen Männer stehen. Mit Schwimmen und so ist da nichts. Da brauchst du Nerven, so. Radar hilft da nicht viel. Na, wie ist es? Ja! Ich will die Sache ganz genau erklären. Also fangen Sie auf. Hier geht's nach Grenzstreifen. Und hier stehen wir dahinter. Ah, wie wär's nochmal? Ja! Aber nochmal wiederkommen! Ich will die Sache ganz genau erklären. Also passen Sie auf, hier geht unser Grenzstreifen. Und hier stehen wir dahinter. Und auf der anderen Seite, da steht der Gegner. Aber kein Mensch, wa? Also nochmal zu, passen Sie mal auf. Ludwigslust. Also ich würde es jedenfalls an der alten Mühle so machen und wir wären aus dem Schneider raus. Ihr Vorschlag ist gut, Genosse Stabsgefreiter. Ich will mal Genosse Wächter darüber sprechen. Nein, vielleicht... Vielleicht oh, schnell unser Anschluss. Hören Sie mal. Wunderbar. Morgen, Herr Hauptmann. Morgen. Chef, guten Tag.
Ja, komme gleich. Na, das wurde auch mal Zeit mit Ihrem Nachrichten, also Staatsgefreiter. Guten Morgen, Herr Hauptmann. Guten bitte Morgen. Nehmen Sie doch Ihr Platz. Was darf es denn heute sein? Nachstein, bitte. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Guten Morgen, Herr Hauptmann. Geht's Ihnen noch kaum? Danke. Alles in Ordnung, Meister? Danke, Genosse Hauptmann. Marschiert alles wunderbar. Na, Sie haben aber auch wirklich nette Jungs in Ihrer Kompanie. Da hat mir doch neulich der Staatsgefreite Schlick einen tollen Vorschlag unterbreitet. Messerform oder Fasson? Fasson, Meister. Fasson. Der Staatsgefreite Schlick hatte den Vorschlag, an der alten Mühle einen D-Punkt einzubauen und einen pendelnden Doppelposten mit Hund einzusetzen. Dann wäre die Grenze auch an dieser Stelle dicht. Wir hätten keine Sorgen mehr. Scharf nachwaschen? Nicht nötig. Das wird in der Kompanie besorgt.